was wir Wissenschaftler biologische Invasionen nennen, das heißt die Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten durch uns Menschen über Erdteile hinweg, können massive Auswirkungen auf die heimische Artenvielfalt haben, hauptsächlich, wenn es sich um konkurrenzstarke Arten handelt, die heimische Arten verdrängen. Der Klimawandel, den wir in Österreich schon deutlich spüren als Ökologen, hat massive Auswirkungen auf die Verbreitung von heimischen Tier- und Pflanzenarten. Eine geradezu prototypische Art, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu illustrieren, ist die Hanfpalme. Das ist eine Palmenart, die erst in den letzten Jahren auch mehrfach in Österreich verwildert aufgetreten ist, als direkte Folge wärmerer Winter. Unter den Tierarten würde ich eine Art hervorheben, die auch sehr auffällig ist. Gerade im Sommer können Sie in manchen Badeseen oder Altarmen entlang der Donau kleine Quallen beobachten. Und diese Quallenart stammt aus Südamerika und kann sich nur unter sehr warmen Wassertemperaturen bei uns vermehren und fortpflanzen. Auch diese Art wird durch den Klimawandel gefördert. Jeder Einzelne kann zum Klimaschutz beitragen, sei es durch die Wahl der öffentlichen Verkehrsmittel, sei es durch eine bewusste Ernährung, sei es durch den Beitrag zur Erzeugung nachhaltiger Energien, beispielsweise Solaranlagen, um ein Umsteuern in der österreichischen Klimapolitik zu erreichen.